Auch wenn bei diesem Shooting gelacht wird. Der Grund dafür ist kein spaßiger. Model, Politikerinnen und Influencerinnen treffen sich aus einem traurigen Anlass. Jede fünfte Frau ist Opfer von Gewalt. Die Dunkelziffer ist höher. Vielleicht ist es die Nachbarin, vielleicht eine gute Bekannte oder sogar die beste Freundin. Eine Freundin von mir hat sich vor 5 Jahren in etwa mir anvertraut und mir erzählt, was in ihrer Kindheit alles schiefgelaufen ist und dass sie mit 15 Jahren mit ihrer Mutter das Elternhaus verlassen musste, weil sie eben mit einem gewalttätigen Vater großgezogen worden ist. Und dann ist sie ins Linzer Frauenhaus geflüchtet und ab dem Zeitpunkt hat sie ihr Leben zu einem Positiven gewendet. Sie hat studiert, sie hat Karriere gemacht, sie ist eine ganz tolle, zufriedene Frau geworden und das freut mich einfach, dass man eben da dem Frauenhaus so helfen kann, dass sie eben Lebensläufe zum Positiven wenden. Stefanie Schauer sammelt mit ihrer Charity-Aktion Geld. Die Wienerin Marschalina designt die Ohrringe. Stefanie kauft sie und verkauft sie im Online-Shop ihres Softwareunternehmens günstiger weiter. Jeder Euro geht an das Linzer Frauenhaus. Frauen, die ins Frauenhaus einziehen, mit oder ohne Kinder, werden bei ihrer Aufarbeitung der Gewalt, die sie erlebt haben, unterstützt und begleitet und beraten, sowohl psychosozial, rechtlich, auf allen Ebenen. Die Aufenthalte können bis zu mehrere Monate dauern, bis die Situation sich so entspannt hat, dass die Frau tatsächlich in ein eigenständiges Wohnen mit ihren Kindern gehen kann, im optimalen Fall. Gewalt, ein Thema, das Frauen auf der ganzen Welt betrifft. Einrichtungen wie das Frauenhaus gibt es aber nicht überall. Also ich habe jahrelang in Amerika gelebt, vor allem in New York auch 7 Jahre. Und da schaut die Realität natürlich ein bisschen anders aus. Da gibt es nicht sehr viele Frauenhäuser. Und wenn es die Frauenhäuser gibt, stehen die Damen in Schlangen. Und wenn die Betten befüllt sind, sind sie befüllt und dann kann keiner mehr rein. Und wir sind auch wirklich gut aufgestellt mit Österreich selber, dass wir auch so tolle Frauenhäuser anbieten können. Diese Damen sind die Models und Botschafterinnen für die Charity-Aktion. Sie tragen die Ohrringe aus Solidarität. Leider passieren noch immer viel Femizide, es ist viel Gewalt, was man immer wieder an Frauen in den Medien auch sieht. Und ja, das gehört halt einfach ein wenig an die Öffentlichkeit gebracht. Es gehört einfach aufgezeigt, dass Gewalt gegen Frauen einfach gar nicht geht. Und es ist wirklich leider schockierend, wie viel Gewalt es einfach immer noch gibt. Und das darf absolut kein Tabuthema sein. Stopp trauen sich die wenigsten Betroffenen sagen. So nennt sich auch ein neues Projekt des Frauenhauses. Das setzt nämlich dort an, wo Gewalt passiert. Stopp arbeitet in der Nachbarschaft als Unterstützung für Zivilcourage. Wenn wir von Gewalt sprechen, ist es immer sehr wichtig, hinzuschauen, nicht wegzuschauen und auch einzugreifen. Das heißt natürlich nicht, sich dazwischen zu stellen, sondern die Polizei rufen, einmal anläuten und um Zucker fragen, einfach um die Gewaltsituation zu unterbrechen. Auch wenn diese Schmuckstücke funkeln, der Hintergrund ist nicht glamourös. Frauengewalt kann jede betreffen. Diese Damen setzen ein glitzerndes Statement.